Was geht ab, Freunde? Heute reacten wir zusammen auf den neuen Track von Loredana und zwar Angst, produziert von Rhymes und Mixu. Kennt man auf jeden Fall die zwei Producer, sehr kranke Producer so vom Ding her. Ja, Angst. Keine Ahnung, was der Titel so aussagt oder worum es in dem Lied gehen wird. Bin ich sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob man vielleicht auch so ein paar Anspielungen oder so an die ganze Geschichte mit Mossig finden wird, an seinen letzten Song zum Beispiel und so. Deswegen würde ich sagen, Freunde, wir haben heute eh einige Releases abzuchecken. Deswegen starten wir direkt rein hier in diese Reaction. Let's go. Okay, Video wieder von Fatih TV hatten wir heute auch schon irgendwo gehabt. Wo war das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, sorry. Okay, Video wird krank. Und wieder ein Lambo im Video, genau wie bei Samra gerade. Boah, Digga, der Anfang ist aber auch heftig schon bei dem Track. Muss ich sagen, also generell, der Sound am Anfang war halt so... Wir hören nochmal kurz. Komplett crazy so, aber ich muss sagen, ich feier's generell, was Loredana so zurzeit macht. Auch mit Juju, der Track war wirklich geisteskrank. Also den habe ich auch so oft angehört. Jetzt, bis jetzt schon mal der Anfang heftig. Okay, Flowwechsel am Start. Ey, Digga, krank. Also voll viel Abwechslung drin so und irgendwie Sachen, die man so, also der Anfang, das habe ich noch nie irgendwo gehört bei einem Track. Ich muss auch sagen, die Drums in dem Lied mega heftig. Und wieder die altbekannte Pause im Beat. Ich weiß nicht, es ist wirklich... Also mir kommt es wirklich so vor, als würden sich die ganzen Leute irgendwie alle absprechen, weil es hat jeder, wirklich jeder gerade im Moment irgendwo eine Pause im Beat drin. Was nice ist, weil das halt die Stelle sehr gut betont oder einfach als Stilmittel sehr nice ist so. Ja, der Fokus liegt dann halt voll auf dem Vocal in dem Fall. Aber trotzdem, es hat irgendwie gerade jeder so. Bei Samra gerade im Lied war es auch. Die Angst in euren Augen, ja, ich sehe das. Jeder Schritt, den ich mache ohne Fehler. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ein Skandal, doch mich steht das. Mit dem Filter finde ich auch nice, ja, gerade auch an sich, die Melodie war schon sehr geil, der Filter gerade auch, finde ich, passt auch gut, klingt geil. Zum Video auch ganz kurz, so muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, von Fatih so, da kann man jetzt auch nichts Schlechtes erwarten, so. Der macht generell irgendwie, was heißt, die krassesten Videos so generell. Also ich finde, er ist auf jeden Fall einer der besten Videoproduzenten, definitiv. Also es gibt auch andere Leute, die, finde ich, genauso gut sind. Müssen wir jetzt hier nicht die Konkurrenz aufzählen, ne? Aber ihr wisst auf jeden Fall, es gibt viele, die auch genauso gut sind wie er. Aber trotzdem, er macht sehr heftige Musikvideos, auch in dem Fall wieder. Finde ich nice, also mit dem Lambo und so, wie sie davor steht und so, sehr geil, mit dem Hintergrund, geil. Meine Fresse überall auf dem Titelblatt, ist ein Zeichen dafür, dass ich alles richtig mach. Wenn ich will, gibt es echt einen Beef, keine Kissenschlag. Ich bin anders als die anderen und sie wissen das. Blitzlicht, Showtime, halb zwei, alle da, denn sie wollen mein Style. Safety mit dir auf keinen Fall, weil ich ganz genau weiß, dass du morgen... Also die Stimme klingt auch so, als wäre dieser Filter, der an dieser einen Stelle drauf ist, generell irgendwie immer so leicht mit drauf. Ich muss es nochmal auf meinen Boxen anhören, so, weil gut, mit den Kopfhörern so miese Zeiten, ja. Aber es klingt so, als wäre der Filter immer die ganze Zeit drauf, so ganz leicht halt. Also die Stimme klingt generell ganz anders abgemischt, als die halt sonst abgemischt ist, so. Klingt trotzdem, finde ich, sehr nice auf jeden Fall, sehr angenehm trotzdem so. Also ich finde wirklich, der Track ist heftig so. Ich bin irgendwie komplett überrascht trotzdem davon. Oh, okay, jetzt kommen hier die Ansagen. Also kann ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, so die Aussage. Ich habe jetzt durch Loredana kein Geld gemacht. Oh, gut. Ich hab den Kuchen und ihr könnt gerne die Krüme haben. Ihr könnt alle weiterreden, aber nicht so schlimm. Hatte nichts mit dem Rapper, der in meinem Video ist. Hatte nichts mit dem Rapper, der auf meinem Feature ist. Du machst mein Leben zu deinem, weil du ein Niemand bist. Okay, so ein kleines Statement halt, dass sie nichts mit irgendwelchen anderen Rappern hatte, so was ihr vorgeworfen wurde. Sie sagen, ich benutze Handa nur als Waffe und stellen tausend Fragen, wo ich bin und was ich mache.
Es sind generell viele Flowwechsel drin und gerade das war halt so eine Passage, die war mehr so normal gesprochen gefühlt. So kam das irgendwie rüber, also so eine Mischung irgendwie. Ja gut, Rap ist halt das kann man schwer jetzt beschreiben so, aber es kam mehr gesprochen rüber als gerappt irgendwie, als sonst im Vergleich. Alle so lieben, es gibt keinen, den ich hasse. Hab Gott auf meiner Seite, brauch nur ihn gegen alle. Und dann Musik, du bist der Vater meiner Tochter. Also lass mal eure Kommentare, mach mal locker. Mit den Vater meines Kindes niemals in den Dreck ziehen, weil es sowas wie Erziehung und Respekt gibt. Okay, sogar ein Bild eingeblendet davon. Okay, das ist nice, das ist eine nice Geste, muss man sagen. Ja, ich dachte schon, jetzt kommt irgendwie so krasse Ansage nochmal am Ende, aber nein. Okay, krass. Hätte ich jetzt, muss ich sagen, nicht damit gerechnet, aber ist auf jeden Fall ein süßes Bild so. Die Angst in euren Augen, ja, ich sehe das. Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ein Skandal, doch mich steht das. Die Angst in euren Augen, ja, ich sehe das. Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ein Skandal, doch mich steht das. Ich muss sagen, der Track ist echt mega geil, ja. Also ich habe nichts Schlechtes erwartet oder so, aber ich weiß nicht, das Album war auch nicht schlecht oder so von ihr, aber das, was sie gerade im Moment macht, genauso wie sie das macht, auch der Track mit Juju zusammen, ist halt so genau das, was irgendwie meinen Geschmack bei ihr trifft, so. Also da, keine Ahnung, so die feiere ich beide mega, die Lieder, so. Ich finde, das ist auch wieder genau das gleiche Level irgendwie. Und das ist aber trotzdem schwer, weil, wie gesagt, der Track mit Juju war für mich schon auf wirklich einem ganz hohen Level, auf einem anderen Level so mäßig, ja. Und trotzdem hat sie es geschafft, wieder genau dahin zu kommen, was heftig ist. Also normalerweise ist das am meisten so, wenn man irgendwie so ein gut, außer bei Samra zum Beispiel, der hat auch immer so eine Ebene bei den Tracks. Aber bei vielen ist es halt leider so, du hörst einen Track und der ist vielleicht mal mega krank und dann kommt der nächste und der ist dann wieder so gefühlt um 90% schlechter so, ja. Aber bei ihr trotzdem das Niveau voll gehalten. Okay, oh, nice, das Ende vom Beat, Freunde. Das war der Track. Ich muss sagen, wirklich mega nice, Freunde. Wir haben noch den ein oder anderen abzuchecken, Freunde. Bevor ich mich hier weiter verspreche, würde ich sagen, lasst ihr am besten direkt einfach ein Like da und ein Abo. Aktiviert die Glocke, aber natürlich nur, wenn es euch gefallen hat, ja. Ich will jetzt auch nicht zu abgehoben rüberkommen, Freunde. Und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare natürlich nochmal zu dem Track. Vielleicht welchen ihr besser fandet, den hier oder den mit Juju. Also kein Wort halt, ja. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.